Ich grüße euch, meine Freunde, zu einem neuen Let's Test hier auf meinem Kanal. Wir zocken an Projection. Es ist allein schon von der Melodie, finde ich es schon sehr schön. Auch wie das jetzt gerade zu dieser Startbildschirm aussieht. Richtig, richtig. Ja, also, ja, schön halt einfach. Oh. Ja, also, wie es jetzt mittlerweile schon von meinen Let's Plays her, beziehungsweise Let's Test, Entschuldigung, her wisst, wir starten in dieses Game ohne irgendwelche Informationen, einfach straight rein, mal schauen, was passiert. Ich würde sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei herum, wir starten ein neues Game, beziehungsweise eine Testversion von Projection. Los geht's. Okay. Wir könnten es sogar mit... Wir spielen anscheinend... Ach komm, erzähl nicht. Wir müssen also in der Art und Weise, wie der Schatten fällt, unsere Möglichkeiten erbringen, wie wir irgendwo hochkommen. Das ist ja interessant. Erstmal gucken, haben wir hier irgendwas, was wir eventuell machen können? Nein, da haben wir nichts. Entschuldigung, ich vergaß, wir brauchen unseren Schatten. Das ist ja mal interessant. Also mir gefällt es jetzt schon, ich weiß nicht, was ihr jetzt dazu sagt. Also es ist... wie bei dem Let's Test, wo wir mit uns mit den Farben spielen mussten. Das war auch so eins, wo ich echt sagen musste, mal was Neues. Indonesien. Mir gefällt die Musik so dermaßen. Das ist super schön gemacht. Die Aufmachung allein. Ich bin sehr begeistert. Hä? Was? Ey. Nein! okay, habe ich so verstanden. Da würde ich jetzt gerne hoch. Aber das bringt uns nun leider nicht viel. Huch! Ach, wir müssen Schmetterlinge auch noch sammeln. Ja, das muss mir halt auch mal einer erzählen. okay. Das heißt, wir müssen da jetzt hoch, um dann da rüber zu kommen. Nein! So, jetzt aber. Und wir müssen dran denken an die Schmetterlinge. Lichtlein. Ach.
Jetzt komm. Das ist ja... Ui. Nein, nein. Oh. Nein, oh. Da muss man ja echt super vorsichtig sein. Oh, hoppala. Nein. Oh, nö. Oh, ich bin gerade zu doof. Ach nee, jetzt, wie soll man... Ach, die Lampe... Ah! Interessant. Vorsichtig, vorsichtig. Okay, zu lange dürfen wir also auch nicht warten. Nein, nein! Ach Mann, was ein Zeug. So, und jetzt aber schnell rüber hier. Gut, wir haben uns gerade selbst jetzt ausgeschossen. Ui, das war knapp. Oh, Türkei! Das heißt, sie machen mit dieser kleinen, netten Dame eine Art Rundreise. Durch die Welten. Ach, wie schick ist das denn? Ja, okay, habe ich so verstanden. Oh Mann, das ist ja... Das braucht ja richtig Fingerspitzengefühl. Jetzt fallen wir da durch die Lampen. Können wir das? Oh mei, oh mei. So, jawohl. Da kommen wir doch nie im Leben hin. Nein, nein. Hui. Verdammt. Och Mann. Kinder, was ist denn jetzt hier los? Ich will doch nur da jetzt oben bleiben und nicht wieder runterfallen, weil ich mich zu dämlich anstelle. Nein. Böse. Richtig. So, dann machen wir das. Aber wie komme ich denn jetzt...
Das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn da hinkommen? Sag mal, das Prinzip habe ich ja verstanden. So ist es nicht. Tricky, das Ganze hier. Tricky, tricky. Tricky, Niki. Nein, nein, och Mann. Ich will die Lampen wieder ausmachen. Oh. Jetzt haben wir es aber ganz dunkel hier. Okay, so wird das nix. Oha. Hä? Na, geht doch. Was eine Geburt, ey. Oh. So, wo sind wir jetzt? Oh. Oh, jetzt... That's very British. Oh. Das ist schön. Das ist schön. Schön. Was fällt dir ein? Ach Gott. Was sind wir denn jetzt schon wieder? Ui. Also gut, also es gibt hier auch anscheinend Endbosse, die wir aber nur dann in der Vollversion uns geben können. Also ich für mich persönlich muss sagen, mich hat es jetzt schon überzeugt, Projection. Bitte teilt mir mal unter diesem Video mit in den Kommentaren, was ihr davon haltet,
wie es euch gefällt, ob ihr das ganze Game sehen möchtet, ob jetzt als Let's Play oder in einem Livestream. Mir ehrlich gesagt egal. Teilt es mir bitte einfach mit. Und wenn euch meine Let's Tests so wie meine Let's Plays gefallen, denkt an die Glocke, denkt an ein Abo, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei bzw. von Projection. Und wir sehen uns in einem von meinen nächsten Let's Tests oder Let's Plays. Vielen Dank nochmal. Bis dahin. Auf Wiedersehen.